Mahlzeit, werte Freunde der Freundlichkeit und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir alle kennen diese App, TikTok. Und ich bin tatsächlich eine der wenigen hinterbliebenen Personen, die kein TikTok besitzen. Nichtsdestotrotz kriegt man ja ganz viele Sachen von TikTok trotzdem mit über YouTube oder Instagram Reels zum Beispiel. Und da bin ich auf einige trendige TikTok-Food-Hacks gestoßen, wo ich mir schon öfters gedacht habe, yo, die will ich unbedingt nachmachen. Und wo könnte ich das besser machen als in dem YouTube-Video und mit wem könnte ich das besser machen als mit meiner Cousine. Das heißt, heute werden virale TikTok-Food-Hacks nachgemacht. Und einfach weil ich Bock drauf hatte, habe ich noch ein einzelnes TikTok sogar nachgestellt, was aber nichts mit Food zu tun hat. Aber es ist sehr lustig geworden. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht mehr lange drum rum, sondern fangen am besten direkt an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir fangen an mit dem ersten. Let's go. Okay, Freunde, wir fangen jetzt einfach mit dem ersten an und das ist folgendes Video. Got it. What the fuck? Das heißt, man soll einen Apfel irgendwie einfach so simpel zerbrechen können. Ich bin gespannt, was funktioniert. Ich gucke mir das gerade mal an. Also, man nimmt den, greift da so rein. Die haben halt alle ziemlich riesige Äpfel. Ich habe einen relativ kleinen Apfel, aber okay. Ich mach mal hier den Stiel raus. Aber ich glaube, man muss den Stiel einfach. Okay, dann lass den Stiel mal drin. Okay, man muss einfach. Oh, ich glaube, es wird nichts. Das funktioniert safe nicht. Ja, so wird es auch. Der ist viel zu eng hier oben. Ich probier's nochmal so. Das kann nicht funktionieren, Alter. Aua! Willst du es versuchen mal? Das funktioniert nicht. Vielleicht kommt es auch auf den Apfel an. Ey Freunde, alles was wir hier ausprobieren, könnt ihr natürlich gerne auch mal zu Hause ausprobieren, falls ihr gerade einen Apfel da habt. Du darfst dich mal gerne auf den wunderschönen Stuhl der Schwierigkeiten setzen. Ha. Hast du voll den Knöchel hier? Eben, ne? Das drückt richtig. Ich glaube, so geht's nicht, weil da unten dann zu viel Gegendruckfläche ist. Das habe ich auch erst gedacht. Ja, man müsste irgendwie so leicht ein anderes schaffen, dann würde es gehen. Also das. Soll ein bisschen cheaten? Ich zerdrück den, glaube ich, einfach nur. Also mit so einem leichten Schnitt hat, ich weiß nicht, ob es dann ist. Ich versuch's mal, okay? Okay, jetzt machen wir einen leichten Anschnitt. So? Ich glaube, das jetzt wird's easy. Oh, ich merke, es bewegt sich. Okay. Oh. Vielleicht doch nicht so easy. Scheiße. Oh. Alter, jetzt tut mir der Daumen weh. Nummer 1. Fail. Also Freunde, Hack 1 hat nicht funktioniert. Aber wir kommen direkt zum zweiten, würde ich sagen, gleich. Kleiner Spoiler, es geht unter anderem hier rum. Let's go. Okay Freunde, das nächste Video ist von dem Koch, der immer so lustig grinst. Drei Zutaten Cookies in Cream Eis ohne Eismaschine selbst machen. Jetzt soll ich jetzt, wie es geht. Zuerst brauchen wir Oreos, die wir schön klein hauen. Dann brauchen wir Sahne, die wir steif schlagen. Das kann ein bisschen dauern. So geht's natürlich schneller. Machen wir über Kochtest. Läuft. Dann geben wir Sahne in einen Behälter mit einer Dose Kondensmilch, geben die Oreos rein, noch ein paar Stücke drüber ins Gefrierfach. Und nach 2-3 Stunden können wir es genießen. Es ist unglaublich lecker. Und da freue ich mich mit am meisten drauf. Und das machen wir jetzt nach. Und dafür brauchen wir Oreos. Fancy. Sahne. Doppelt so viel bitte. Dankeschön. Und Kondensmilch. Und zuerst müssen die Oreos klein gehauen werden. Also los. So ein Holzkochlöffel. Ich wollte jetzt schön wieder eine Pfanne nehmen. Und damit das auch schön ist wie im Video, habe ich hier eine Pfanne. So Freunde, das sind unsere schönen Kekskrümel. Das muss so unangenehm sein vom Ton. Hier kommen wir erstmal zur Seite. Jetzt brauchen wir Sahne. Das ist nicht so ganz richtig. Okay, warte, ich glaube jetzt ein bisschen. Oh nein! Warte, ich wische es einfach auf und dann sieht es an die Unfall. Ja, reinschneiden wäre es eh. Der Klicks. 1, 2, 3. Das sieht überhaupt nicht satisfying aus. Aber nicht so schön, wie ich mir vorgestellt habe. Aber der. Ich finde es so witzig, wie wir so voll aesthetically die probieren und dann. So Freunde, das gehe ich mal eben aufschlagen. Bis gleich. Und schon ist sie geschlagen. Und wie der Typ im Video machen wir... Überkochtest. Das wird jetzt creepy. Soll ich dir das mal? Oh weh, mir fällt die Sahne auf den Kopf. Ist fertig? Alles drin. Ja, das heißt, Sahne ist genug geschlagen. Das heißt, jetzt brauchen wir eine Auflaufform. Dankeschön. Da kommt jetzt die ganze Sahne rein. Na, über Kopf fest. Moment. Oh, das hat nicht geklappt. Wow. Aber so ein bisschen zu hell. Moment. Ich sagte Om. Om.
Warum riecht es so nach Salami in die Nacht, nach so gekochtem Schinken? Riecht es ein bisschen. Jetzt müssen wir schon die Kondensmilch dazugeben, ne? Ja. Dazugeben, wie so ein Profi. Ich habe noch nie Kondensmilch gehabt in meinem Leben. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Konsumiert hast du es bestimmt schon mal. Es sieht aus wie relativ viel. Konsumiert, als wäre das so eine Droge, Alter. Ich konsumiere Kondensmilch. Sie ist ein bisschen cremiger. Ein bisschen die Mischung aus Butter und Milch. Die ist ja gezuckert. Sollen wir mal probieren? Nee, ich will nicht. Ich schon. Und ich probiere jetzt ein bisschen Kondensmilch. Die sieht aus wie Vanillepudding in... Geil, die ist ja wirklich Vanillepudding. Ich glaube nicht. Ich dachte, die wäre viel dickflüssiger, dünnflüssiger. Das ist ja richtiger Pudding. Ah, jetzt probiere ich. Das schmeckt ganz scheiße. Ich krieg die mal dazu. Müssen wir auch irgendeine Thumbnail machen. Ihhh, hier sieht so eklig aus. So, da ist bestimmt ein Thumbnail dabei. Naja, gut. Oh nein! Oh! Ich hab's schon kommen. Darf ich? Ja. So, das verrühren wir jetzt, Freunde. Und dann streuen wir unsere Oreo-Krümel dazu. Oder machen wir es jetzt schon? Oh, das riecht so geil. Riech mal. So riecht literally Oreo-Eis. Das muss reichen, oder? Wie, das schmeckt nicht am Ende. Das wäre so schade. Oh, die Konsistenz ist ganz geil. Das ist doch gefroren, dass es ein bisschen eiscremiger wird. Stell, also, könnte man fast öfter machen, wenn das dann lecker ist, wie gesagt. Oder auch die anderen Versionen. Denn, Freunde, der lustig lachende Koch hat auch noch weitere Versionen davon aus seinem Account. Der lustig lachende Koch? Ich kann mir den Namen nicht merken. Irgendwas mit Mozzarella oder so. Nein, ne? Stefan Mozzarella. Du hast vorhin gesagt, Stefan Mozzarella. Nein, Zorella oder so. Oh, scheiße. Dann tut's mir leid an den lieben Stefan. Stefano. Stefano, das ist das gleiche, Mann. Genau, der hat auch andere Versionen davon jedenfalls online. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Wenn euch dieses Video gefällt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich einen weiteren Teil machen soll. Und ihr könnt mir gerne auf Instagram oder vielleicht auf Discord oder so einfach Links zu solchen Sachen senden, die ich vielleicht das nächste Mal nachmachen soll. Falls euch das, wie gesagt, gefällt, schickt mir gerne irgendwelche coolen Sachen vorbei. Und dann probieren wir vielleicht irgendwann mal wieder lustige Sachen aus. So, Freunde, ich glaube, das ist jetzt fertig. Das sieht bei euch in der Kamera nur so weiß aus. Ich stelle es mal kurz runter, dass ihr mal seht, wie nice das eigentlich aussieht. Oder ich muss mal näher. So sieht das jetzt aus. Oh scheiße, es wäre feiner rausgelaufen, Alter. Dumm. Bevor es jetzt ins Gefrierfach damit geht, müssen wir das Ganze noch dekorieren. So, und das, Freunde, geht jetzt ins Gefrierfach. Und ich würde sagen, wir machen zusammen weiter mit was anderem. Let's go. Freunde, zusätzlich zu den ganzen Food-Dingern möchte ich noch einen TikTok nachstellen, weil es meiner Meinung nach eines der lustigsten TikTok ist, die es so gibt. Und das ist folgendes. Oh, look. A dandelion. Must be the last one of the season. Und das stelle ich jetzt nach. Das wird so dumm, aber okay. Okay. Oh, look, a dandelion must be the last one of the season. Und so ungefähr, oder? Ja. Ich sitze ja schon im Nassen. Ich habe ja nicht so viele Drehversuche, ne? Du darfst am besten auch nicht lachen eigentlich. Also warte, Filter drauf. Ich mache einmal Übung mit Aufnahme, okay? Falls es saugut laufen sollte, mach es einfach instant. Oh, look, a dandelion must be the last one of the season. Ah, pff. Ja, okay, aber okay. Oh, look. Ah, war schon wieder falsch. Ich muss erst blinzen, nachdem ich Oh Look gesagt habe. Also Oh Look, blinzen. Oh Look, a dandelion must be the last one this season. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht lachen. Es sah einfach viel zu gut aus. Aber ich darf es nicht löschen, halt schon, ich muss es ganz sicher abschleichen. Oh, look, a dandelion must be the last one this season. So, für das nächste brauchen wir... Nochmal! So, für das nächste brauchen wir... Reisnudeln. Ready in 3 minutes, wie geil. Aber bei uns soll es noch viel schneller gehen. Nämlich werden wir jetzt Öl in diese Pfanne erhitzen, und zwar eine ordentliche Menge. Und dann soll das so frittiermäßig machen. Ich blende es euch mal ein. Are you tired of getting popcorn kernels stuck in your teeth? Boy, do I have the snack for you. You'll need rice noodles and cooking oil. Split your noodles into smaller pieces and test a tiny piece in the oil. If it puffs, you're golden. Throw in a big chunk and stand back. Ja, und ich würde sagen, das machen wir jetzt. So, ich fülle jetzt hier mal Öl rein. Wir brauchen eine beträchtliche Menge, ne? Ja. Ist gut, oder? Reicht.
Passt schon. Da muss das jetzt heiß werden und dann sehen wir uns, wenn es soweit ist. Und wir das da reintun. Let's go. Freunde, ich habe gerade was höchst Faszinierendes gelernt. Wenn man das hier reintunkt und es so bitzelt heiß, ist es warm genug. Aber es muss aus Holz sein. Ja. Und es britzelt so, wie geil. Also das ist noch nicht genug anscheinend. Man kann schon machen, aber wenn es richtig aufgeht, dann ist es... Also es zeigt halt den Temperaturzustand. Ist ja geil, ey. Okay, Freunde, es ist soweit, es britzelt. Eben hat es mehr gebitzelt. Egal, es ist auf jeden Fall ziemlich heiß. Jetzt bin ich sau gespannt, ob das halt jetzt funktioniert. Okay, wir nehmen hier erstmal so eine einzelne Nudel. Okay, let's go. So ein bisschen was macht's aus. Heiß hier. So, einfach mal mehrere auf einmal. Mhm. Oh, pass auf. Nehmen wir jetzt hier so eine Handvoll und lass sie da einfach reindroppen. Abwart. Oh, was? Wie geil! Alter, was? Wie krass. Mit mehreren. Das ist ja wirklich geil. Okay, also wir haben jetzt hier sowas. Alter, das wird halt übel abgehen. Das hat ja eben auch ein bisschen gespritzt. Ich werde ein Stückchen zurückgehen. Ich nehme mir einen Deckel als Schutz. Okay, Schutzschild ist ready. Abfahrt. Aber die andere Seite, man muss es wenden. Ja, wir wenden es. Krasser Scheiß. Wow, wie es aussieht. Wow. Das ist ja cool, das ist immer noch schon ganz kurz, aber irgendwie ist auch cool. Boah, eine ist irgendwie richtig fett geworden. Oh, stimmt. Sieht man das ja eigentlich schon drauf. Und jetzt so diese Dinger. Wow! Alter, es ist richtig geil, Mann, ich fühl's. Hoffentlich schmeckt das jetzt auch noch was. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. Wir haben halt hier ein Viertel von so einer Packung jetzt da drin. Und es ist halt so groß wie eine ganze Packung. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal, oder? Ich habe einen Ballon. Eine einzelne schmeckt vermutlich noch nicht so viel, aber Prost. Mit Popcorn. Ganz funny, ja, ne? Das ist wie Popcorn. Reis halt. Nee, Popcorn ist Mais. Ja, wie eine Reiswaffel schmeckt das. Ja! Mit Lidschulli wie eine Reiswaffel. Nimm mal eine größere Menge, das ist wirklich wie eine Reiswaffel. Vielleicht sind Reiswaffeln so gemacht, vielleicht sind Reiswaffeln frittierter Reis. Hey, das kann sein. Okay, Freunde, das finde ich nice. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns noch an, was aus dem Eis geworden ist. Ja, wir sehen uns, let's go. Freunde, so ist Richtigkeit, wir steppen gerade im Keller und gucken jetzt mal, wie das Eis geworden ist, würde ich sagen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Schick, let's put her out. So sieht das Ganze jetzt aus. Wunderschön. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Okay, ich guck mir meine Konsistenz zuerst an, okay? Das ist richtig weich. Oh, hier außen ist aber mittel. Wie im Eis. Und hier? Vielleicht war es noch nicht so ganz durch, okay, aber egal. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal hier so einen Löffel raus. Mit links. Boah, es sieht schon sehr geil aus. Wow, Alter. Okay. Freunde, seid ihr ready? Ja, das ist ein viel zu groß. Pustelchen. 3, 2, 1. Mit der Sahne. Eben, sehr sahnig. Aber nicht schlecht. Aber ziemlich geil. Also, wenn du dann so ein Oreo-Stück hörst, ist schon geil. Also, es ist ziemlich sahnig, aber ich denke, man kann einen guten Gewissens sagen. Es ist unglaublich lecker. Also, ist schon ziemlich nice. Geil, normal. Du schenkst das eigentlich echt viel Reis, ne? Ja. Okay, Freunde, ich glaube, das war's. Wir sehen uns in der Abmoderation. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder, fast mit diesem Video. Ich muss sagen, es hat extrem viel Spaß gemacht, diese ganzen Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche anderen coolen Sachen kennt, wo ihr denkt, jo, das sollte doch mal jemand nachmachen, aber ihr wollt es vielleicht nicht selber nachmachen, schickt es mir gern zu, vielleicht mache ich das Ganze. Ansonsten gibt es jetzt noch eine kleine Ankündigung für alle, die jetzt so lange dran geblieben sind. Ich arbeite nämlich tatsächlich gerade an einem neuen Sky Mini Skill. Das kommt vermutlich nächste Woche online, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Ich bin also gerade dabei, wieder was Neues zu lernen. Was genau seht ihr dann oder im Verlauf der Woche in Streams, auf Insta und so weiter. Und jetzt würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten könnt ihr mich hier sehr gerne abonnieren. Und hier kommen wir zu meinem letzten Video. Und jetzt wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Haut rein, Freunde, wir sehen uns und ciao. Abonniert mich!